Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Worms Reloaded und ich begrüße euch ganz herzlich. Bei mir ist immer noch der Ja, hallo, ich bin's immer noch. Ja, er ist immer noch da, das soll ja auch so sein und wir werden uns ja wieder einmal in die zweite Mission stürzen. Nachdem das ja nicht so toll gefunden hat. Weil dank dem Doppelsprung nicht so ganz geschafft haben. Ja, leider. Aber vielleicht wird es jetzt ja besser. Ich hoffe ja. Wäre ganz gut, ne? Bring mir Glück, vielleicht ruft ja nochmal wieder wer an oder so. Hallo? Das wäre ja auch nicht schlecht. Bitte kommen, großer Vogel! So, ich glaube, wir machen das mit dem hier ja einfach anders, oder? Oder wollen wir es wieder mit der Uzi machen? Ich weiß nicht, ob der Radius nicht so, dann ist es mit deinem Trashball oder halt JP selber dann auch trifft. Ja, deshalb lieber mit der Uzi, ne? Ist eine Variante. Etwas sicherer. Ja. Super! Ja, super, 50 Schaden, damit haben wir die Hälfte schon mal geschafft. Und die machen sie wieder gegenseitig platt. Ich bin tot! Kommen mir irgendwie bekannt vor, diese Reihenfolge. Ja. Irgendwie, ja, irgendwo habe ich das schon mal so gesehen. So, ich werde mich jetzt hier durchbrennen. Wo bloß? Das muss bei einem anderen LP ja gewesen sein. Echt? Na, okay. Na, aber das heißt ja hinterher dann noch, ich habe das bei irgendwem hier abgeguckt. Nein. Weiß von niemandem, der dieses Spiel bisher LP hat. Ja, nee, oh, auch nicht, muss ich so sagen. Außer halt von... Ja. Sozusagen Unique Content dann, ne? Genau. Oh, der das haut war natürlich der ein Highlight. Da, beinahe. Das war aber auch schon vorhin so, ne? Also letzte Folge, dass er auch sich selber Schaden gemacht hat. Hallo? Also ja gut, er hat damals einen etwas anderen Schuss hingehauen. Aber so generell war es ähnlich. So, soll ich mich hier mal... Hier nicht nach unten schießen, denn da würdest du dich selber treffen. Ja, ich überlege gerade, ob ich vielleicht einfach mal eine Runde aussetze, weil mit dir kann ich im Moment eh nicht so viel machen. Das stimmt. Warum muss ich scheiß Stelle spawnen? Ah, Zungenbrecher. Punk. Das ist auch nicht das schlecht. Das war ein genialer Zug. Ach, die machen alle Sachen, das gibt's gar nicht. Na gut, jetzt können wir uns gleich wieder mit Erkellig rüberschwingen und können versuchen, da die Kiste zu kriegen. Wenn die dann gleich kommt, auch. So, erstmal wieder. Ja, ob das reicht? Nee, das war falsch. Aber dieses Timing da braucht man auch jede Menge Glück, dass man da dann den richtigen Moment erwischt. Ja. Haben wir zum Glück gehabt. So, ich schleudere die mal. 4, 3. Oh, verdammt! Das war nicht besonders. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass die runterrollt. Dass er dich abschießen kann? Ja, denn wenn ich mich recht erinnere... Ah, da ist die Kiste schon. Ah, die kommt auf. War die letzte Runde auch schon um die Zeit da? Ah, wahrscheinlich nicht. Ja, die kommt, glaube ich, nach dem ersten Zug von der Kelly. War die, glaube ich, letztes Mal auch. Na, mal sehen, was der jetzt macht. Einen grandiosen Spielzug. Zwei von seiner eigenen Mannschaft. Wow, vor allem hat die am wenigsten abgezogen. Also irgendwie werden die Leute, die Würmer hier, die arabischen Würmer nicht so als besonders intelligent dargestellt, ne? Oh, scheiße, aber ich auch nicht. Verdammt, jetzt stand ich zu nah dran. Ja, ich hatte die Kugel selbst getroffen, die zurückschlug. Das war gar nicht so blöd. Ja, das war gar nicht so schlecht, vor allem jetzt habe ich schon so viel Schaden gekriegt. Schon fast tot bin und wenn es jetzt blöd läuft, dann schaffen wir die Mission nicht mehr. Ja, jetzt ist glaube ich Trashball dran, dann Gelbe und dann erst Erkellig und Erkellig muss noch 3 Runden fremder Würmer überleben. Ja. Nur zwei. Ja, stimmt. 2 Runden, dann ist er ja selber wieder dran. Ja und vor allem muss ich auch noch irgendwie zur Kiste rüberkommen. Ich habe noch ein Ninja-Seil. Ja, ein paar. Ich glaube 3 oder 4 hast du. Ne? Jetzt ist Mirage dran. Hoho, das hätte ins Auge gehen können. Ja, hätte ein bisschen weiter. Oh, er hat sich selber Schaden gemacht und JP auch. Ja, gut, JP ist im Moment echt egal da unten. Bitte kommen, das stimmt, jetzt ist mal nicht dran. Ja, aber was machen? Was tun? Wahrscheinlich wieder. Das ist wahrscheinlich die beste Wahl. Ja, irgendwie schon, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt, was die jetzt machen. Ach, ja, genau, der Typ da unten war jetzt dran in den Kamel.
verteilen. So, jetzt hoffe ich. Der Kellick, der gerade dran ist. Ja, genau. So, jetzt hoffen wir mal. Jetzt kommt wieder die Geschichte mit dem Doppelsprung. Das ja, wahrscheinlich. Ja, na gut, das hat jetzt funktioniert. Komm in die Gänge! Jetzt hoffe ich nur, dass wir uns mit dem Ninja. Ich beeile, weil Oasis ist gleich dran und dann. Verdammt. Oh, komm. Ein Kinderspiel. Wow, das war aber ein Lucky Punch da. Na, ein Glück. Die Schicksalskiste eingesammelt. Physik nonstop. Ja, das war Physik nonstop. Echt da. Ich glaube, es war keine Idee, die Abkürzung durch diesen Blumengarten zu nehmen. Der Gesichtsausdruck des Gärtners verrät mir nichts Gutes. Guck dir allein die Würmer an, die rumsitzen. Ehrlich, Highlight, oh Mann, oder? Na, und da soll ich jetzt durchkommen? Roasty! Steht ja auch rum. Gut, ich glaube, das Einzige, was wir machen müssen, ist echt, die irgendwie umhauen. Ja, und wir haben zwei Würmer, wenn ich das richtig sehe. Ja, wir haben wieder nur zwei. Seitdem ich sehe, übersehe Kellick und Gameboy schon wieder. Verdammt. Das hätte ein guter, schöner Wurf sein können, aber dann wurde er doch schlecht. Ah, warum kriege ich das mit den Granaten nie hin? Das ist ja irgendwie... Ja, den habe ich gerade gesehen, liegen mehrere Minen rum. Ja, genau, da sind ziemlich viele und... Wieso erinnert mich das gerade an unsere Runde mit dem Feuer? Ich weiß es nicht. Ich sehe da auch nichts Gutes irgendwie. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ja. Die Motten, ey. So gar nicht, die machen Sachen da. Was ist, dass du nicht die Blüte triffst und dich, Ja, ist gerade noch. Oh, der war ja gar nicht mal so schlecht. Nee, ist noch etwas zu hoch explodiert, ne? Ja. Ja, die ist ja einmal noch leider abgebreitet. Oh, Weiher! Ne? Weil der Henkel noch steht. Ich muss echt sagen, die machen hier lustige Sachen. Ups. Ja, vor allem die eine von denen hat sogar noch volles Leben, ist mir gerade aufgefallen. Ja, das stimmt, ne? Oh, jetzt roll doch. Genau auf dieser Kante liegen geblieben. Vielleicht immer mehr Spiel von damals, aber es ist ein Schaden gemacht. Ja, das ist Wahnsinn. Es ist echt gut, dass die Würmer sich hier momentan alle gegenseitig selber abschießen. Ich glaube, die haben die KI von den damaligen Spielen geerbt. Ja, von den Retro. Ja, irgendwie schon. So, probieren wir es nochmal. Das war leider zu schwach. Schade. Die schönen Blumen. Die wachsen ja nach. Die Gießkanne nicht. Die wächst nicht nach. Genau. So, Heavy Petal. Spring mal ins Wasser. Oh, jetzt wird es natürlich schon gefährlich hier. Ja, aber die kriegen trotzdem nichts. Hallo? Ja. Verstanden! Wenn ich mich in Szenen gab in deinem normalen Spiel von der Hauptstory. Das ist das Ding, wo die wirklich aus jeder neu erdenklichen Situation direkt getroffen haben. In der ja, ersten stimmt. Runde. Das war teilweise schon sehr merkwürdig, ne? Ja. Ja, genau wie das. Das war nicht merkwürdig, das war eher etwas armselig in Richtung. Ja, also die haben teilweise. Das war auch eine sehr interessante Weise. Sie ist ertrunken. Ja. Du, kann es sein, dass ich irgendwie noch keinen einzigen Wurm selbst erlegt habe? Hallo? In den Runden bisher? Ja. Die haben sich alle gegenseitig immer umgehauen. Aber es ist aufgefallen, jetzt, was du gesagt hast. Und es war die gleiche Stärke wie gerade. Ja. Hast du mir dann gestellt, dass das zu schwach ist? Ich glaube, da sollte ich mir doch noch ein paar Gedanken machen. Ja, und das war auch wieder eine wunderschöne Art zu versuchen, mich zu treffen. Ja, so, wir machen das jetzt mal anders. Wir machen das jetzt etwas flacher. Und zack, und dann sollte das doch hinhauen. Na, ja. Endlich mal. Und du triffst wahrscheinlich trotzdem kaum. Ja, schade. Na gut, immerhin ein bisschen. Das Blöde ist, diese Carla Nation, die da oben sitzt, die müssen wir natürlich irgendwie erstmal wegkriegen. Ja, die haut sich vielleicht hoffentlich gleich mal selber weg. Wäre schön. Oh, oder so. Jetzt macht sie den Weg für JP frei. Das ist natürlich auch gut. Allerdings ist JP ja jetzt gar nicht dran. Das ist natürlich ein bisschen doof. Hallo? Bitte kommen, großer Vogel! So, probieren wir das mal ein bisschen anders. Mal etwas stärker vielleicht, ne? Genau, und mit 5 Sekunden. Und dann. So? Dann sollte das doch das hinhauen. Das war zu sehr nach oben. Ach, scheiße, was?
Okay. Keine von denen versucht auf Trashball zu schießen. Das fällt mir nur gerade so auf. Vielleicht aus demselben Grund, warum ich sie nicht treffe hier. Weil, weil Trashball einfach blöd steht. Das war genau so schön wie gerade der Wurf von Trashball. Bitte kommen, großer Vogel! So, reicht der Sprung? Der reicht, wunderbar. Gut, so, dass sie sich überall festhaften können, was auch nur in ansatzweise in die richtige. Ja. Gerade kurz rausgetappt. Ja, ich war gerade aus Versehen außerhalb des Fensters. Das war natürlich ein bisschen doof. Aber dramatisches. So, guck mal, das war. Kann er nicht schießen? Wieso prallt die denn so zurück? Verdammt. Weil ich mit sehr hoher Kraft geworfen habe. Ja, ich wollte, dass sie da bei Marigold am besten stecken bleibt oder so. Das hat leider nicht hingehauen. Das ist das perfekte Ziel abgegeben. Da so. Aber gut, ich meine, wenn die es so machen will, unbedingt. Das ist ja nun die gefährlichste Variante für sie selbst. Ja, das ist das. Wäre jetzt erstmal Trashball dran, also ist sie noch relativ in Sicherheit. So, gucken wir mal. Wir machen das jetzt mal mit 4 Sekunden. Ach, scheiße. Wollte ich mit 4 Sekunden, aber der war dann eh wieder schwach. Ja. Ich sollte etwas konzentrierter vielleicht noch mehr auf die Schusskraft achten. Aber ist auch ein bisschen schwierig, weil es bei mir echt auch nicht so flüssig läuft. Durch die Übertragung wahrscheinlich. Ja, das Gleiche ist bei mir. Und das ist auch natürlich wunderschön. Jetzt bist nicht der Erste, der die Schaden macht. Ja, so, aber jetzt kann ich möglicherweise die erste von den Herrschaften hier, von den Damen, auch mal umhauen. Denn die erste ist ja ertrunken. Ja, also mein erster Kill jetzt, na bitte. So, und am besten jetzt zu der Chris Antrim fliegen und nicht ins Wasser. Na, schade. Doch, das war ins Wasser, leider. Schade. Ich find's immer schön, wie die Würmer im Wasser einfach auflösen. Ja. Das war natürlich super, ich glaube sie. Ich glaube, ja, das war ein Selbstmord. Super. Du musst das laufen. Sehr souverän. Aber das hab ich ja bei mir selber auch schon bekommen. Als wir gemeinsam gespielt haben, habe ich ja auch mal den Leuten selber umgebracht. Einfach weil das Spiel sehr. Dass das Fallschaden gibt, war vorher klar. Ja, das war. Ich wollte eigentlich wieder einen Doppelsprung machen, aber das hat er wieder nicht genommen. Ich habe zwar auf die Enter-Taste gehämmert wie sonst was, aber leider. Du hast selber Schaden gemacht und Jackie. Einfach durchdehnen der Bazooka. Ja, eine Bazooka habe ich ja leider nicht. Ich muss das mit einer Granate machen und zwar möglichst mit einer Sekunde. Und einfach gucken, dass ich da voll treffe. Granate! Ich hab's dir angezahlt! Au! Na, das gibt's doch nicht! Dass die da auf dem Rand liegen bleibt, ne? Ach Gott, nee, das wird, kann doch gar nicht sein. Der Spuk von damals. Ja, aber sie kann sich jetzt nur selber töten. Trotzdem nicht ertrunken. Und du hast einen von ihnen getötet. Einen von dir. Das ist ja echt Wahnsinn. Ich glaube, ich bin echt ein Meister, was Worms angeht. Ich glaube, der D-Elfer-Stift. Trashball hat nicht einmal Schaden gemacht. Nee, durchaus nicht. Das stimmt. Doch, sich selber bei dem Sprung. Ja, das stimmt. Willst du wieder vorlesen? Diese langfingerigen Rübel haben die Formel für diese tollen Pilze gestohlen. Hol sie zurück! Yay. Ah, die Frage ist, wo ist diese? Ach, da ist die Formel. Beim Trüffel. Oh, Todstool gibt's. Hallo? Was macht denn hier Todd? Ja. Nein, Todstool, das ist hier der englische Name von Peach, Prinzessin Todstool. Stimmt, klar, stimmt. Oh, ja. Ich hab jetzt schon hier. Das ist ja fies. Ahahaha. Ja, heiliger. Boletus. Oder Bonitus. Vorsicht, Min. Ja. Oh, wieso gehen die denn sofort los? Trotzdem. Oh, den da unten hat er doch erwischt. Shiitake. Der hat aber ordentlich Schaden gekriegt. Ja, JP, aber nicht wirklich weniger. Der hat nämlich auch nicht mehr so viel. Und JP ist dein einziger Wurm, wenn ich das. Ja, so irgendwie schon. Das ist ja ein bisschen fies jetzt gewesen. Und ich glaube, du hättest gerade vergessen. Einfach nur. Ja. Und das war natürlich auch ein grandioses Spiel. Gut, jetzt weiß ich immerhin, wie ich diese blöden Minen da wegkriege. Alter, die haben aber echt ganz schön Schaden gemacht, diese komischen Minen. Ja. Wenn ich mein Mathe nicht. Aber ich meine, ich bin in Mathe Ecke, da sollte das hoffentlich so sein. Das stimmt. Das stimmt. Ja, die Frage ist, wie komme ich da überhaupt rüber dann?
Ich glaube, du hast es dir schon versaut, indem du deine Minen reingeflogen bist. Ich glaube, ich könnte noch Glück im Unglück haben. Genau, wenn in der Kiste irgendwas ist. Na, sieh dir doch dran vorbei. So, oh, der Doppelsprung hat sogar mal geklappt. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt haben wir da ein Brückenkit. Na, herrlich. Dann müssen wir mal schauen, dass wir uns da irgendwie rübertasten können. Ah, ärgerlich. Komme ich von hier nicht mehr hoch. Wahrscheinlich wohl mit deinem Brückenkit. Ja, das würde ich hier eigentlich nicht für verballern, aber es muss wohl so sein. Na gut, dann... Du vielleicht kannst... Nee, du hast für JP zu viel Schaden. Ja, dass er sich dann rübersprengen könnte. Ja. Aber das schafft er dann. So, da oben komme ich nicht mehr ran, das ist natürlich ein bisschen blöd. Insofern... glaube ich, die Mission war jetzt nicht so das Highlight. Warte, du nur! Ahem. War jetzt nicht so das Highlight, ne? After a long, hard battle, the victor finally emerges. Sein Team ist tot und es ist dir nicht die Schicksalskiste einzubringen. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Wir werden das gleich nochmal probieren. Und ja, du hast auch noch Zeit, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich hab noch knapp 4 Minuten Zeit. Vier? Dann hab ich... Oh, ja, genau. Wir haben ja was anderes, wovon wir gerade dachten. So. Du hast mehr Sprit gerade als eben. Ja, möglich, ja. Und es läuft genau wie beim letzten genau Mal. Genau wie eben. Ich bin einen Tick zu weit geflogen. Ich habe gedacht, ich komme vielleicht noch über die Minen rüber. Weil es wäre ja ganz geil gewesen, wenn ich so an die Minen rankomme, dass die mich rüber zu Trüffel und Totstool schleudern. Ja, oder genau in die Kiste rein wäre ja noch besser. Ja, also auf jeden Fall werde ich die Kiste da unten mir nicht schnappen, weil so Brückenkit ist jetzt nicht so das Highlight. Nee, du solltest einfach rüberspringen und dann versuchen. Ja, genau, irgendwie die Minen wegzukriegen. Du hast genauso viel Schaden genommen wie gerade eben. Das war also genau dasselbe. Und die machen auch genau das gleiche wie eben. Du hast noch eine Kiste. Ja, stimmt. Da ist vielleicht dann irgendwie sowas wie Ninja-Seil oder sowas drin. Das würde uns ja schon helfen. Hallo? Ja, das Ninja-Seil alleine könnte ja hier schon viel bedeuten. Ja, na, bin ich mal gespannt. Die Frage ist jetzt natürlich... Du müsstest jetzt... Ich glaube, du hast eine... Ich habe eine Chance, wenn ich nämlich mit der Uzi... Genau, gut treffe. Ah, und wenn ich natürlich erstmal hier... Wenn du den Doppelsprung hinbekommst. Ja, wenn ich den Doppelsprung hinbekomme. Wie, das schaffst du. Ja. Yeah. So, und jetzt einfach weg mit dem Zeug. Das hat gut geklappt, aber du hast noch einen Fallschirm. Ja, ich muss trotzdem erstmal über diese Minen rüberkommen, was, glaube ich, beim Stoppsprung unter dem Fallschirm könnte es sein, dass du das schaffst, aber er hat sich das Brückenkit geholt. Und haut dich weg. Und jetzt tötet er JP, glaube ich. Ja, das tut er. Das ist wahrscheinlich etwas zu weit vorne. Ja, stand ich ein bisschen blöd da. Na gut, aber ich wäre über die Minen wahrscheinlich eh nicht rübergekommen. Ja, und diesmal musst du wahrscheinlich einfach etwas höher drüber fliegen und ein bisschen schießen lassen, ein bisschen in die Kiste rein. Ja, genau. Ich muss mal sowieso schauen, wie ich das... Vielleicht kriege ich das ja hin, dass ich da drüber, über die Minen drüber komme. Ja, mal sehen. Wir probieren das auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal. Jetzt ist die Zeit nämlich wieder rum. Ja. Dann beenden wir die Folge nämlich wieder. Schon 2, 3 haben wir diesmal geschafft. Ja, 2 Missionen immerhin, ne? Das ist nicht schlecht. Ja. Wenn wir jetzt auch Mission 4 noch schaffen irgendwann, dann wäre es natürlich schon mal das Highlight. Haha. Ich bin ja zuversichtlich. Na gut, dann verabschieden wir uns, ne? Und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich schaltet ihr alle wieder fleißig ein, wäre ja gut. Also, macht's gut. Ciao. Tschüssi.